Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem allerersten Schwangerschaftsupdate. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe sehr lange gebraucht, um endlich das Video anzufangen, beziehungsweise ich habe das alles vor mir hergeschoben. Ich bin ja auch schon etwas weiter, aber dennoch möchte ich euch heute berichten von der Woche 5 bis zur Woche 12, also von dem Moment, als ich erfahren habe, dass ich schwanger bin, bis zu dem Moment, als die kritische Phase vorbei war, also sozusagen die ersten 3 Monate. Zum Glück habe ich mir alles notiert. Dafür habe ich hier so ein Schwangerschaftstagebuch benutzt. Das hat mir mein Mann bei Amazon bestellt. Ich kann gerne euch den Link unten in die Infobox verlinken. Es ist natürlich nicht das schönste Schwangerschaftstagebuch, was es gibt, aber ich glaube, einer der preiswertesten. Und ich denke, für, wie sagt man, einfach um die Gedanken reinzuschreiben und wie man sich fühlt, reicht das vollkommen aus. Ich finde, man muss da jetzt keine 30, 40 Euro ausgeben. Klar wird man vielleicht später nochmal darin rumblättern, aber ja, wie gesagt, man kann das ja auch super einfach so reinschreiben. Man kann natürlich auch sich einfach einen Block nehmen und da alles reinschreiben und reinkleben. Also ich klebe hier auch die Ultraschallbilder und natürlich auch den Schwangerschaftstest und alles Mögliche rein und dafür ist es vollkommen ausreichend. Außerdem benutze ich eine Schwangerschafts-App, und zwar die Schwangerschafts-Plus-App. Kann ich euch auch gerne unten in die Infobox verlinken. Und da trage ich auch immer alles ein, was mir gerade so durch den Kopf geht. Dann kann ich immer nachgucken, wie groß das Baby gerade ist. Und ja, außerdem kann ich auch mein Gewicht da immer eintragen. Und ja, da gibt es jeden Tag irgendwelche Ratschläge und Berichte zu irgendwelchen Themen wie Schwangerschaftsdepression und was weiß ich. Es gibt immer so viele Sachen, was da steht. Also sehr interessant. Und außerdem steht da ja auch immer, wie weit man ist, wie viele Tage noch bis zum Entbindungstermin, alles möglich. Also ein bisschen Spielerei, aber auch ja, sehr informativ. Sagen, ich starte jetzt auch mit meinem Update. Falls ihr das Reaktionsvideo von meinem Mann und mir gesehen habt, wisst ihr, dass ich von der Schwangerschaft in der 5. Schwangerschaftswoche erfahren habe. Beziehungsweise ich war da 3 Tage überfällig. Und es war ein unbeschreiblicher Moment. Wie gesagt, ich habe ja ein Video darüber gedreht. Falls ihr euch das Video noch nicht angeschaut habt, dürft ihr gerne jetzt hier oben draufklicken. Aber die meisten, denke ich mal, haben sich das Video angeschaut. Und da habe ich ja auch, glaube ich, schon direkt erwähnt, dass ich so ein bisschen Ziehen im Bauch hatte. Mein allererstes Symptom war aber die spannende Brust. Und zwar hat sie ja noch vor meinem Schwangerschaftstest angefangen. Also ich glaube, schon eine Woche vorher habe ich gemerkt, dass meine Brüste sehr spannen. Und ich konnte das irgendwie gar nicht zuordnen, woran das liegt, weil wir waren da ja auch mitten im Umzug. Ich habe sehr viel auf der Baustelle gemacht, ich habe sehr viel geschleppt, mich gestreckt und wie auch immer. Und wie gesagt, da hat die Brust sehr angefangen zu spannen und auch mein Bauch. Aber dazu muss ich sagen, da ich ja laktoseintolerant bin, passiert das öfters, dass mein Bauch so aufgebläht ist oder hier und da mal spannt, weil ich muss ehrlich sagen, ich achte da doch nicht so sehr drauf, was ich esse. Also klar, ich versuche jetzt immer laktosefreie Milch zu trinken, wenn ich mein Müsli esse oder so. Aber ich esse trotzdem ja Käse, also ich kaufe mir da jetzt keinen laktosefreien Käse oder sonst irgendwas. Also passiert das hier und da mal, dass ich Laktase zu mir nehme und dadurch halt auch aufgebläht bin. Deswegen habe ich mir auch gar keine Gedanken irgendwie gemacht. Ja, nachdem ich aber den Test gemacht habe und auch bestätigt bekommen habe, dass ich schwanger bin, habe ich natürlich angefangen, auf meinen Körper besser zu hören. Und man steigert sich auch dann in so die kleinen Wehwehchen rein. Aber ich muss ehrlich sagen, es ging alles. Bei mir hat das auch mit den ganzen Symptomen erst ab der 8. Woche angefangen. Das war auch die Woche, wo mein Mann gesagt hat, dass man schon merkt, dass ich einen kleinen Bäuchlein habe. Der ein oder andere denkt sich, was, in der 8. Woche schon ein Bäuchlein? Ja. Bei mir hat das sehr früh angefangen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich so schlank bin oder ich weiß auch nicht, woran das liegt. Auf jeden Fall hat man es schon ein wenig gesehen, zumindest wenn ich nackt war. Und ab der 9. oder 8. Woche hat es bei mir auch erst mit der Übelkeit, Schlappheit und ja, so Lustlosigkeit angefangen. Zum Glück sind wir auch da in der Zeit umgezogen, beziehungsweise vorher schon umgezogen.
Und ja, ab dem Moment, als wir hier im Haus angekommen sind, hat es bei mir angefangen. Also wirklich morgens, ich konnte die Küche nicht betreten, weil mir der Geruch von der Küche, ich muss halt auch dazu sagen, wir haben ja unser Haus komplett frisch verputzen lassen und wir haben eine neue Sitzecke in der Küche und die hat halt noch so einen Eigengeruch. Und dieser Geruch verursacht manchmal immer noch bei mir Würgereiz. Ich weiß nicht warum, ich habe immer über Nacht das Fenster schon offen. Ich habe es schon mit ja, Febreze und alles Mögliche eingesprüht. Immer noch rieche ich diesen Geruch. Ja, wie gesagt, da kam die Geruchsempfindlichkeit. Ich kann auch seit der 9. Woche keinen Kaffee mehr riechen und auch keinen Kaffee mehr trinken. Weil davor habe ich trotzdem weiter meinen Kaffee getrunken. Natürlich habe ich mich informiert und wusste, ah, Kaffee während der Schwangerschaft tut mir nicht gut oder tut dem Baby auch nicht gut. Aber da stand, bis 300 Milliliter kann man ruhig Kaffee trinken. Und ich habe das ja auch, wie gesagt, bis zur 9. Woche auch getan. Und dann plötzlich konnte ich es nicht mehr riechen und konnte es auch nicht mehr trinken. Gott sei Dank, weil, wie gesagt, es tut einem ja eh nicht gut und dem Baby ja auch nicht. Dann bin ich einfach auf den Tee umgestiegen. Aber wie gesagt, das war halt so diese Geruchsempfindlichkeit. Und wie gesagt, ab der 9. Woche hatte ich mich auch das erste Mal übergeben. Das war ganz witzig. Was heißt ganz witzig? Ich war beim Zähneputzen, habe vorher gefrühstückt und dann, ich putze mir halt auch immer die Zunge. Und da passiert halt öfters, dass ich mal würge, wenn ich die Zahnbürste zu tief reinstecke. Und ja, in dem Moment habe ich mich aber übergeben, was eigentlich noch nie vorkam. Also da kam wirklich mein ganzes Frühstück aus mir raus. Und ich dachte, okay, darauf sollte ich vielleicht morgens verzichten. Und ja, wie gesagt, dann hatte ich ja auch das mit der Müdigkeit, mit der Trägheit. Also es gab Tage, ich glaube, das war insgesamt 2 Wochen, wo ich einfach nur vor mich her meditiert habe. Also ich habe wirklich nur auf der Couch gelegen und ich konnte nichts machen. Ich war wirklich so müde und einfach so antriebslos. Ich war, wie gesagt, glücklich, dass wir vorher umgezogen sind und dass ich auch so viel für euch schon vorproduziert habe, dass ich mir auch keinen Druck gemacht habe, so von wegen, Anni, du musst jetzt aufstehen, du musst jetzt was machen. Und außerdem war ich da auch gerade im Urlaub, also ich hatte da gerade 2 Wochen Urlaub, dass ich hätte es mir gar nicht vorstellen können, in der Zeit arbeiten zu gehen. Oder ja, ich hätte mich bestimmt auch krank schreiben können. Aber wie gesagt, das hätte ich mir auf keinen Fall vorstellen können. Und dann hatte ich auch einen Moment, oder irgendwann war das morgens, wollte ich mir Frühstück machen und habe den Kühlschrank aufgemacht und habe mich dann, ich bin nur noch gerannt, da musste ich mich auch übergeben. Also wie ihr schon merkt, die Küche ist so ein sensibles Thema bei mir. Also es kann immer noch, jetzt auch noch, obwohl ich schon weiter bin, passieren, dass wenn ich morgens mir mein Frühstück zubereite und den Kühlschrank aufmache, dass ich dabei ein bisschen würgen muss. Aber dass ich anfange, mich zu übergeben, das passiert halt jetzt toi 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 nicht mehr. In der 9. Woche hatte ich dann auch meinen 2. Frauenarzttermin, beziehungsweise mein 1. großer Ultraschalltermin, weil vorher hatte ich zwar auch einen Ultraschalltermin, da wurde ja nur festgestellt, dass ich schwanger bin. Da wurde mir auch mein Blut und alles abgenommen, aber das habe ich euch ja auch in dem Video erzählt, als ich von der Schwangerschaft erfahren habe. Wie gesagt, in der 9. Woche habe ich dann auch meinen Mutterpass bekommen. Da wurde ich auch gewogen, dann habe ich alle Blutergebnisse ja in meinem Mutterpass eingetragen bekommen, auch meine Blutgruppe. Das hat mich auch sehr interessiert, weil ich vorher auch gar nicht wusste, was ich für eine Blutgruppe habe. Dann gab es ja auch einen Ultraschall und das Tollste war, ich konnte schon in der 9. Woche das Herz, also den Herzschlag des Babys hören und ich war so überwältigt, weil das Baby gerade mal 2,3 cm groß war. Also da konnte man ja noch gar nicht von einem Baby sprechen. Aber es war einfach so rührend. Ich glaube, ich war noch nicht einmal beim Frauenarzt ohne zu weinen. Also ich bin wirklich nur am Heulen, weil es so emotional das Ganze für mich ist. Was sehr schade aktuell ist, mein Mann konnte mich bis jetzt nicht einmal bei meinem Frauenarzttermin begleiten. Aufgrund ja, Corona ist es leider bei uns in der Praxis nicht gestattet, Begleitpersonen mitzubringen. Ja, aber mein Frauenarzt ist immer so lieb und lässt mich auch immer filmen und Fotos machen. Und wie gesagt, ich kriege ja auch immer ein Ultraschallbild, damit mein Mann ja ein bisschen so die Schwangerschaft miterleben kann. In der 10. Woche habe ich das meinem Arbeitgeber bzw. meiner Chefin mitgeteilt, dass ich schwanger bin. Das war auch sehr emotional. Sie hat sich wahnsinnig für uns gefreut. Ich hatte natürlich sehr viel Angst gehabt vor diesem Gespräch. Wie gesagt, aufgrund Corona. Ich war auch vorher in Kurzarbeit. Dann war ich eine Woche arbeiten, dann hatte ich wieder 2 Wochen Urlaub
Und dann plötzlich komme ich nach meinem Urlaub, beziehungsweise noch in meinem Urlaub erzähle ich ihr, dass ich schwanger bin. Davor hatte ich halt Angst gehabt, wie die Reaktion sein wird. Aber sie haben das alle sehr gut aufgenommen und daraufhin hat auch meine Chefin gesagt, dass sie sehr für mich wünscht, dass ich ein Beschäftigungsverbot direkt bekomme aufgrund der ganzen Umstände aktuell. Also das hessische Ministerium hat ja auch eine Empfehlung ausgesprochen für alle Schwangeren, die in einem Publikumsverkehr arbeiten, dass die ein Beschäftigungsverbot bekommen, sofort nach der Bekanntgabe der Schwangerschaft. Und das wurde auch beantragt in der 10. Woche. Und da wir es ja meinem Arbeitgeber mitgeteilt haben, habe ich mich natürlich schon ein bisschen, was heißt unter Druck gesetzt gefühlt. Aber da habe ich mir gedacht, gut, wenn das jetzt schon mein Arbeitgeber weiß, dann sollten wir es vielleicht auch schon langsam unserer Familie erzählen. Und wir haben dann auch zum Muttertag, ist unserer Familie und allen mitgeteilt. Ihr habt das wahrscheinlich auch schon gesehen, das Video. Und zwar die Reaktion von unseren Freunden und Familie. Falls ihr das Video nicht gesehen habt, dürft ihr gerne jetzt hier oben draufklicken. Es war auch sehr emotional. Genau, das war ja alles in der 10. Woche und dann hat auch mein Bauch angefangen richtig zu wachsen. Man sagt ja auch, glaube ich, ab dem Moment, wenn man das allen mitteilt, dann wächst der Bauch so richtig. Ich finde, ich merke Tag für Tag, wie mein Bauch wächst, also es spannt immer wieder und ich creme meinen Bauch zweimal am Tag ein, also morgens und abends und zwar mit dem Schwangerschaftsöl von Weleda. Ist jetzt keine Kooperation oder so, das habe ich mir selber gekauft, sofort als ich wusste, dass ich schwanger bin. Nicht, dass ich so eine panische Angst habe vor Dehnungsstreifen, um Gottes Willen. Aber ich denke mir, wenn ich halt schon irgendwie vorbeugen kann, man weiß ja auch nicht, ob das wirklich 100% was bewirkt. Aber ich weiß, dass ich ein sehr schwaches Bindegewebe habe. Ich besitze ja auch schon Dehnungsstreifen von meiner Pubertät. Als ich damals gewachsen bin, habe ich an der Hüfte und Po welche gekriegt. Und deswegen schmiere ich mich einfach ein und sollte ich welche kriegen, ist es kein Weltuntergang. Ich habe ja irgendwo mal gelesen, Dehnungsstreifen sind wie ein Bild des Babys, beziehungsweise dass ein Baby mir von innen ein Bild malt und das sind die Dehnungsstreifen. Das fand ich irgendwie so süß und deswegen, ich setze mich da überhaupt nicht unter Druck. Falls aber welche von euch sich unter Druck setzen, Leute, hört doch einfach auf, macht das nicht. Klar, ihr sollt jetzt nicht alles in euch reinstopfen, aber man muss sich jetzt auch nicht unter Druck setzen. Euer Körper arbeitet, es ist ganz normal, dass sich der Körper verändert. Ihr werdet nach der Schwangerschaft nicht 100% genauso sein wie vor der Schwangerschaft. Ich rede schon, als hätte ich 5 Kinder, ne? Das ist mein erstes Kind, falls ihr neu dazugekommen seid. Dann kommen wir auch gerade zum Essen, wenn wir schon dabei sind. Obwohl ich mich nicht übergeben habe so oft, also ich habe mich ja in der Zeit nur dreimal übergeben, habe ich trotzdem mein Ausgangsgewicht lag bei 55 Kilo und bei der zweiten Untersuchung habe ich nur noch 53 gewogen. Genau, 53 Kilo, das heißt, ich habe 2 Kilo abgenommen und dann bei dem nächsten Termin 54,1 Kilo gewogen. Also ich bin theoretisch, glaube ich, jetzt wieder bei meinem Ausgangsgewicht. Also ich habe jetzt noch nicht wirklich zugenommen. Das liegt auch wahrscheinlich daran, dass ich auf meine Ernährung achte. Also ich verzichte jetzt auf nichts, aber ich esse sehr gesund. Also auf jeden Fall gesünder wie vor der Schwangerschaft. Ich esse sehr viel Obst und Gemüse. Außerdem kann ich auch kein Fleisch mehr essen. Es schmeckt mir einfach nicht. Wenn ich das schon sehe, bekomme ich so ein Ekelgefühl. Natürlich esse ich noch Wurst auf meinem Brot, aber ich würde mir jetzt nie ein Steak machen oder ein Schnitzel essen, obwohl ich am Anfang ein Schnitzel mir bestellt habe, aber nicht mal die Hälfte davon gegessen habe. Ansonsten habe ich keine Gelüste. Hier und da natürlich mal Bock auf Sushi oder Mettbrötchen, was ich natürlich nicht essen darf, außer vegetarische Sushi. Und ja, so Mettbrötchen und Pfefferbeißer, das fehlt mir schon. Aber sonst, das Einzige, worauf ich dann so in den ersten Wochen richtig Lust hatte, waren Chili Cheese Fries von Burger King. Die habe ich mir dann auch hier und da mal gegönnt. Aber wie gesagt, sonst, ich versuche 5 Mahlzeiten am Tag zu mir zu nehmen, aber eher so kleinere oder ich snacke halt dann mal. Und ich trinke sehr viel, vor allem Mineralwasser. Also für mich ist Mineralwasser so gerade das Beste, was ich für mich selber gefunden habe. Natürlich trinke ich auch mal Leitungswasser. Außerdem trinke ich jeden Morgen ungefähr
200 Milliliter roten Multivitaminsaft und gebe einen Löffel Flohsamen dazu, weil ich an einem Stressdarm leide und jetzt auch durch die Schwangerschaft vermehrt an Verstopfung leide. Und deswegen, die Flohsamen helfen mir da sehr gut. Und wie gesagt, das nehme ich jeden Tag zu mir zu. Ansonsten nehme ich natürlich auch Folsäure von Anfang an der Schwangerschaft, seit ich wusste, dass ich schwanger bin. Und sonst nehme ich eigentlich nur die Haut-, Haar- und Nägel-Tabletten von Doppelherz. Also sind ja auch Nahrungsergänzungsmittel. Da drin sind auch einige Vitamine enthalten, was ich denke, dass auch der Schwangerschaft gut tut. Da ist ja Zink drin und so viele Vitamine. Und wie gesagt, so eine Tablette nehme ich auch immer abends vorm Schlafen gehen. Ich hatte, ich glaube, auch in der 11. Woche, die komplette 11. Woche hatte ich sehr mit Kopfschmerzen zu kämpfen. Das lag aber auch vielleicht an dem Wetter, weil das war doch sehr wechselhaft. Es hat auch mal geregnet. Und da hatte ich auch mal Kopfschmerzen. Es ist halt blöd, dass man da nichts einnehmen kann. Aber ich empfehle da einfach nur, den Raum dunkel zu machen, sich hinzulegen und einfach zu schlafen. Also wirklich, wenn man starke Kopfschmerzen oder Migräne dann hat, dann einfach nur sich hinlegen, alles dunkel machen und schlafen. Mehr hilft meiner Meinung nach nicht. Genau, und dann in der 11. Woche habe ich auch mein Beschäftigungsverbot gekriegt von meinem Arbeitgeber. Und ich war natürlich sehr erleichtert darüber. Nicht, weil ich jetzt nicht arbeiten gehe, sondern dadurch wurde mir auch etwas die Angst genommen vor der aktuellen Situation. Also ich selber habe jetzt vielleicht nicht so viel Angst, angesteckt zu werden, aber ich habe eher Bedenken, was die Folgen daraus haben können. Wie zum Beispiel, wenn ich krank werde, wie sehen dann die Behandlungen für mich aus? Wie sieht es mit den Medikamenten aus? Was hat das für eine Auswirkung auf das Baby? Das ist ja alles noch nicht 100% erforscht. Und das ist das, wovor ich halt mir, also beziehungsweise, wo ich mir sehr viel Gedanken gemacht habe. Und als dann mein Beschäftigungsverbot ausgesprochen wurde, ist mir schon ein Stein vom Herzen gefallen. Aber ich muss auch ehrlich sagen, es hat trotzdem nicht meine Angst genommen. Also jetzt nicht nur von dem Coronavirus. Ich habe auch immer noch sehr viel Bedenken und ich versuche auf meinen Körper zu hören. Man hat natürlich in den ersten 3 Monaten immer mit Angst zu kämpfen. Also egal wie viele Frauen ich jetzt in der Zeit gesprochen habe, jeder erzählt im Nachhinein, dass sie Angst hatten oder sonst irgendwas oder sich sehr viel Gedanken gemacht haben, und das ist halt ganz normal. Und ist, ich empfehle euch einfach, hört sich jetzt zwar blöd an, aber versucht mit jemandem darüber zu reden und guckt, wie man diese Angst nehmen kann. Ich denke mir einfach, wenn der liebe Gott schon einem so viel Glück schenkt, dann wird er sich was dabei gedacht haben. Und wenn er möchte, dass das Baby zur Welt kommt oder ein Teil der Familie wird oder unserer Familie wird, dann wird er schon auf das Baby aufpassen. Natürlich, wenn ihr von Grund auf ein, auf Deutsch gesagt, scheiß Lebensstil habt, dann müsst ihr natürlich selber was dran ändern. Aber wenn zum Beispiel wie ich gebe wirklich, ich versuche auf alles zu achten, und kommt einfach irgendwann mal der Punkt, wo man selber einfach eingestehen soll, du hast halt nicht viel in der Macht. Das Einzige, was du machen kannst, ist einfach dich zu entspannen, sich nicht verrückt zu machen, und das ist das, was man machen kann. Und das versuche ich auf jeden Fall. Und dann komme ich auch noch zu einer Sache. Ich war in der 11. Woche so weit mit den Nerven am Ende, dass ich heulend meinen Frauenarzt angerufen habe. Das war ein Montag. Und ich einfach am Telefon zu meinem Frauenarzt gesagt, oder halt zu der Sekretärin, zu der Arzthelferin, Entschuldigung, gesagt habe, ich habe ein sehr komisches Gefühl. Ich habe das Gefühl, dass irgendwas nicht stimmt. Ich habe mich so in diese ganze Sache reingesteigert, dass ich mir selber eingeredet habe, das Herz könnte nicht mehr schlagen des Babys oder was auch immer. Ich weiß nicht, was mich geritten hat. Und dann hat auch die Arzthelferin dann irgendwann mal gesagt, ja, wenn sie wirklich das Gefühl haben, dass das Baby nicht mehr lebt, dann kommen sie jetzt sofort, weil dann können wir noch, weil das waren danach Feiertage, dann können wir noch vorher alles in die Wege leiten. Ich natürlich in Tränen ausgebrochen. Sie meinte aber, wenn sie nur sich untersuchen lassen wollen, dann kommen sie in der nächsten Woche. Ich sofort hingefahren. Mir war egal, wie ich gerade aussehe. Ich bin dahin und habe geheult. Und ich bräuchte mich auch nicht hinsetzen. Ich bin direkt ins Sprechzimmer. Und ja, dann hat der Frauenarzt direkt Ultraschall gemacht. Und man hat das Herz gehört. Ich habe das Baby strampeln gesehen. Und das war für mich so, wie schon eben gesagt, ich war noch nicht einmal beim Frauenarzt, ohne zu weinen. Aber es war für mich so
toll zu sehen, wie das Baby strampelt und das Herz schlägt, weil ihr wisst ja, oder einige von euch wissen ja, ich habe ja selber eine Herzrhythmusstörung. Und das sind vielleicht so Punkte, wo ich mir dann selber was einrede, dass irgendwas nicht stimmen könnte. Aber so ab dem Moment habe ich schon so ein bisschen versucht, runterzukommen und ja, dem Ding seinen Lauf zu lassen, weil wie gesagt, es ist einfach nicht in meiner Macht, da jetzt irgendwas zu tun, außer auf mich zu achten, was ich esse, dass ich genug trinke, die Nahrungsergänzungsmittel oder halt die Folsäure nehme täglich. Alles andere wird sein, wie es sein soll. Und ja, ich versuche jetzt Woche für Woche, finde ich, gehe ich immer mehr in mein Inneres rein und versuche mich zu entspannen und mich darauf zu konzentrieren. In der 12. Woche hatte ich auch dann wieder etwas Kopfschmerzen, aber dann waren auch einige Tage, wo ich komplett symptomfrei war. Ich bin morgens aufgestanden, mir ging es super. Was ich auch für mich gelernt habe, ist morgens nicht irgendwie anfangen rumzuwuscheln, sondern einfach erstmal Frühstück zu machen, mich auf die Couch zu legen. Also ich frühstücke immer im Halbliegen. Ich schalte auch immer mein Sat.1 Frühstücksfernseher ein, gucke mein Programm. Frühstück in Ruhe, lass mir Zeit, dass mein Essen im Magen ankommt, dass mein Kreislauf wieder angekurbelt wird. Und dann beginne ich erst meinen Tag. Natürlich habe ich auch Luxus aktuell, dass ich zu Hause bin und einfach, sagen wir mal, in den Tag hineinleben kann. Das ist natürlich wundervoll, aber wie gesagt, das ist so für mich, ich brauche morgens immer einen Moment, bis ich so richtig fit bin. Aber dann lebe ich in meinen Tag rein. Ich fühle mich aktuell auch super. Ich habe mich ab der 12. Woche top gefühlt. Wenig Symptome. Ich habe mich sehr viel an der frischen Luft bewegt. Ich bin mit meinem Mann spazieren gegangen. Wir sind auch an einem Tag, ich weiß gar nicht, 8 Kilometer oder so gelaufen. Also Bewegung ist auf jeden Fall sehr wichtig, weil ich hatte dann auch zwischenzeitlich oft Po-Schmerzen von zu viel auf der Couch liegen. Und ich dachte mir, nein, so weit lasse ich nicht kommen, dass ich jetzt schon an der Anfang der Schwangerschaft im schlimmsten Fall Hämorrhoiden bekomme oder so von zu viel rumliegen. Ich weiß auch nicht, ob man das davon kriegt. Aber Bewegung ist auf jeden Fall wichtig. Und ich finde, ich brauche immer so eine kleine Motivation, endlich aufzustehen und mal rauszugehen. Aber ich finde, das schafft man, wenn man wenn man einfach stark genug ist, dann schafft man das auch. Genauso wie, wenn es mir irgendwie ein bisschen schlecht oder schwindelig ist, dann esse ich halt gerade mal was, dann trinke ich mal was, dann setze ich mich mal kurz hin, aber dann geht es auch wieder voran. Und deswegen, ich finde, man soll einfach nicht so in sein Tief reinfallen. Aber ich bin eher so kein Mensch, der so, wie sagt man, so schnell down ist. Also ich versuche mich selber immer zu motivieren. Und natürlich gibt es hier und da immer noch Tage, wo ich einfach am liebsten den ganzen Tag auf der Couch liege, weil ich einfach ja sehr müde bin. Und ja, ansonsten kann ich mich ja echt nicht beschweren. Wie gesagt, mir geht's toll, 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 sehr gut. Und das Baby wächst und gedeiht. Und das war es auch mit meinem ersten Schwangerschaftsupdate. Und bevor ich das ganz vergesse, gibt es auch noch eine Verlosung in diesem Video. Und zwar habe ich das euch schon vor ein paar Wochen versprochen, dass es zu meinem Geburtstag eine Verlosung gibt. Und ich habe ja in ein paar Tagen Geburtstag. Und deswegen verlose ich die Glossy Box vom Mai. Und zwar gab es eine Sonderedition und die habe ich ja zweimal zugeschickt gekriegt. Und eine davon möchte ich gerne an euch verlosen. Wie ihr an der Verlosung teilnehmen könnt, ist ganz einfach. Ihr müsst nur ein Abonnent meines Kanals sein, falls ihr es noch nicht seid, dann diesem Video einen Daumen nach oben geben und einen Kommentar schreiben mit dem Hashtag Verlosung. Dann weiß ich auch, dass ihr an der Verlosung teilnehmen wollt. Und folgt mir auch gerne auf Instagram. Die Verlosung wird bis zum 5.7. gehen. Ich habe mir das extra so gedacht, dass ja, die Verlosung etwas länger gehen sollte, weil ich auch meinen Geburtstag erst später feiern werde. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Glück. Ich drücke euch jeden einzelnen die Daumen. Und ja, ich hoffe, es war nicht zu verwirrend für euch. Gerne blende ich euch jetzt auch nochmal mein Bild. 5. bis zur 11. Woche oder bis zur 12. Woche habe ich auf jeden Fall, bis zur 11. Woche blende ich euch mal meinen Bauch ein. So hat sich das entwickelt. Es ist nur ein kleiner Fortschritt, aber ich finde, man kann da doch schon ein bisschen was sehen. Und ja, wie ich schon eben gesagt, ich hoffe, euch hat mein Update gefallen und es war nicht zu verwirrend. Falls ihr noch irgendwelche Fragen zu der 5. bis zur 12. Woche habt, dann dürft ihr es mir gerne in die Kommentare schreiben. Außerdem könnt ihr mir auch gerne privat bei Instagram schreiben. Ich heiße dort _anydaily_. Außerdem ist mein Link auch noch unten in der Infobox verlinkt. Ja, es war ein sehr langes Video. Ich hoffe, ihr seid bis zum Schluss dran geblieben. Vielen Dank fürs Zuschauen, ihr Lieben, und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!